Helgo. Oh, Alter. Und meine Wunden, meine Kraft verlässt mich. Mir. Oh, heftig. Das war ein guter Treffer. Und der hat nichts gedroppt. Wenn das Event hier vorbei ist. Etwas. Wir wären beide hier drauf gegangen. Wär's noch mal zurück? Ja, ne? Ja. Lass uns mal machen. Ich verbinde das beiden Wege gleich zu einem. Ja, hier unten. Also da willst du weitergehen. Ja. Okay. Ja, okay. Ich denke mal, da verbinden die sich. So unnötig. Die Angriffe werden heftiger. Mann, was ist denn hier? Jetzt bin ich wieder draußen. Oder? Ja. Okay. Okay, mehr ist hier dann auch nicht. So. Ich bin noch hier. Da hinten liegen jetzt schon Sachen für uns. Warum auch immer. Eine Spucke. Links. Spucke. Ja? Was auch immer. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. Eskortiert sie zur Enklave der Überlebenden. Und zwar sofort. Ich werde noch mehr. Ich habe mit Gegnern gerechnet. Hat Geheimnis? Der Rest war nicht doll. Ich hab doch A gedrückt. Jetzt macht sie es. Okay. No. Oh. Gut abgeräumt. Matan ist ein Panzer, der abschaut. Das ist ein Freude. So, meine Kraft kehrt wieder. Oh, ein Gürtel für mich. Oh ja. Ja, mehr Int, mehr Wit, Widerstand. Gleich viel Leben, cool.
Jo, nett. Geil, graue Schuhe. Ah. Schon lange nicht mehr gehabt. Ich konnte es leider nicht dem Ducken geben. Ja. Wollte er nicht haben. Ja, du hast ihm einfach weggeschnappt. Achso, ich hab's ihm weggeschnappt. Ja, ja. Du hast es eingesammelt, bevor er es einsammeln konnte. Das tut mir fast leid. Schöner Crit-Wert, dafür kein Leben. Das war der, den ich vorher hatte. Sicher? Nee. Ich glaube nicht, dass du davor Crit drauf hattest. Oh. Und Schaden von. Nee, Schaden von Kältefähigkeiten hattest du auch nicht. Du hattest davor Schaden von Heiligfertigkeiten. Stimmt. Ja, macht halt Crit, ne? Aber Leben pro Treffer wieder weg. Ja. Ja, schade eigentlich. Was macht der? Das gleiche nur weniger. Okay. Davon, ne? Oh, das nehme ich. Schwarzgeheimnis. Zum Beispiel Intelligenz kann ich doch auch gebrauchen. Toll. Wir leben pro Treffer. Ja. Stiefel benutzt aber Stiefel 2. Achso, ja, deswegen sind die Stiefel auch so cool. Deswegen habe ich auch zwei Steine um mich rumfahren. Ja. Nicht nur ein. Richtig so. Ist hier nur ein Stein? Nee, sind zwei. Ja, oben in der Ecke. Ne? Da geht's ja. Wohl weit. Also. In dem Dungeon waren wir schon. Ich glaube. Ja. Okay. Das ist die richtige Sackgasse. Oh, nur Säcke. Schon wieder. Oh, ja, ich sehe das aber nicht. Ein grauer. Okay. Okay, da wird es auch weitergehen, okay. Wie weiter? Bitte ist auch nicht. So, wo sieht man? Da wird es also weiter nicht durchgehen. Lassen es Kultisten lagern. Daran habe ich so meine Zweifel. Nee, sind keine Kultisten. Hier sind Ende. Boah. Dann lassen sie dann auch sein. Ist das sogar ein geläuteter Bereich? Ihr. Ja,
Ihr Wart ist, die den dunklen Zirkel zerschlagen hat. Deshalb werdet ihr verstehen, was ich hier vorhabe. Der Schatz des Zirkels befindet sich hinter dieser Tür. Ja. Wir haben unaussprechliche Dinge getan, um ihn zusammenzuraffen. Gräber geschändet, Leichen geplündert. Alles Dinge, die ihr natürlich niemals tun würdet. Ich wollte ihn zerstören, aber ihr, die Hand der Gerechtigkeit, habt bestimmt einen besseren Nutzen für ihn. Bestimmt. Ich muss mal zu schätzen. Ja. Seelenernte, hier wird nicht geerntet. Außer Reichtum. Macht und Ruhm. Mhm. Rico Grotter. Genau. Ah, der da hat die Flucht ergriffen wegen meinem Stab. Kein Glück. Ich schätze. Warte, Auszeichnung. Voll ausgekotzt, ey. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Mhm. Es sah schöner aus, als es war. Ja, den 5 Kisten, ne, 4 und in jedem Fall ein Gegenstand. Ja, nicht mal toller. Nee. So, Scherze. Danke. Für nichts. Hätte er ruhig zerstören können. Ja, wenn ich zerstören würde. Machen wir ja auch. War durch den Krieg, aber. Die Tat erhebt mich ins Unendliche. Ja. Ah, okay, da geht's wieder runter. Oh, Hauptmann, diesen Gerber. Wir haben gar kein Leder für ihn dabei. Was er gerben könnte. Weg wieder zurück. Unten. Gut aus. Noch ein Dungeon. Oh ja. Festtunnel. Das klingt doch verlockend. Und Ebene 1. Noch gedöhnt. Sturm, der sie vorher gespielt hat, so. Eure Kraft lässt euch im Stich. Rattenfänger von Hornel.
Feuern? Meine Schritte werden ausgreifender. Juhu! Adelsabschwur. Nachher schlechter als deine, die du schon hast. Ja. Ja. Wobei, weiß man noch gar nicht. Ein Sockel drin. Ja. Schaden. Geschicklichkeit mehr. Vitalität weniger. Leben pro getöteten Gegner weniger. Erfahrung pro Gegner egal. Angriffe töten Gegner mit weniger als 10% Leben sofort. Hm. Klingt nett. Aber der andere ist besser irgendwie. Ja, aber noch mit Angriffstempo und so, ne? Ja, auch wegen der. Reduziert die verbleibende Ablenkzeit, deswegen kann ich die Steine viel öfter benutzen als früher. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Nö, schade eigentlich, aber nö. Eigentlich nur noch. Der Henke. Wir waren Level 26, das geht echt schnell. Ja, ich muss. Ich stufe jetzt auch nochmal auf. So, ein und Verteidigung. Zack. Da zwei. Zack, zack. Da zwei. Und da zwei. Das ist zu teuer. Ja, du bist auch zu teuer. Du musst es jetzt auf Wache dann. 28. Hm. Okay, passt. Ja. Ach ja. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau. Sagen wir, gehen noch mal kurz zurück. Mhm. Ach, da ist noch ein kleiner Weg. Na. Wow. Okay. Das ist heftig. Was? Noch was? Ja. Da unten. Ja. Der Ecke. Das ist bestimmt auch nichts mehr. Ja. Noppen. Haufen. Also tut. Naja, aber die Karte ist wieder aufgedeckt. So. Dann da oben haben wir es vergessen. Nö. Da waren wir noch nicht mal da. Okay. Irgendwas lag da. Die Pesttunnel. Das Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen.